Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Ich muss mich zuerst einmal bei euch entschuldigen, liebe Freunde, dass es jetzt längere Zeit keine Hearthstone-Folge gab. Aber wie ihr ja schon hört, bin ich ein bisschen angeschlagen immer noch. Das heißt, ich lag jetzt knapp eine Woche krank im Bett. War nicht so cool, muss ich sagen. Ich bin immer noch, wie gesagt, angeschlagen, aber ich bin auf dem Weg der Besserung und deswegen spielen wir jetzt mal wieder eine Runde. Wir haben eine Quest Paladin oder Warrior. Da hätte ich mal gesagt, spielen wir gerade mal den Warrior hier, den Akku Warrior, ein bisschen im Ranked. Einfach um die Quest zu beenden und auch ein bisschen hochzusteigen. Die Season hat ja jetzt erst begonnen. Naja, was heißt erst begonnen? Ich weiß gerade gar nicht, wie viel der heute ist. Aber es ist noch nicht so fortgeschritten der Monat, liebe Freunde. So. Okay, Warrior gegen Warrior. Jetzt mal gucken, wer besser zieht. Oder die Frage ist halt, ist es vielleicht ein Piraten-Warrior? Wir wollen mal hier dem Blood-Kultist einen wegtun und... ich habe eigentlich jetzt auf den 1-1er gehofft, der uns eine Waffe macht, aber so geht's auch. Ja, Mortal Strike ist halt doch eher eigentlich ein Finisher eigentlich, wenn man so will. Wir grüßen mal ganz freundlich. Wenn er jetzt irgendwas rausspielt, klopfen wir das natürlich weg mit unserer Fiery War Axe. Nice, da ist unser kleiner Bob. Ich hoffe einfach mal, es ist jetzt kein Warrior, der einen Ooze spielt oder sowas, weil ich im nächsten Zug dann Coin into Bloodsail Cultus spielen will. Da wäre es ganz unpraktisch, wenn er jetzt einen Ooze hätte. Zack. Zack, 1, 2, nächsten Zug dann nochmal dasselbe in grün. Unsere Waffe wird also erstmal die nächsten 3 Züge nie weniger als 3 Aufladungen haben. So, Hero Ability... es ist ein C'thun Warrior, das ist interessant. Das ist sehr, sehr interessant. So, also nochmal dasselbe... Dann hauen wir den hier weg, hauen hier Damage ins Gesicht. Und die ganze aggressive Nummer hier, die geht doch ganz schön gut klar, wie ihr gerade seht bis jetzt. Der Warrior hat aber jetzt auch nicht so wirklich irgendwie so dicke Taunts wie jetzt zum Beispiel der Druide oder sowas mit seinem Dark Arakoa, der ist halt schon richtig sick. Also da muss man öfters einprügeln auf dem. Das jetzt auch finde ich eigentlich relativ uncool. Aber das werden wir ganz einfach handeln, und zwar mit dem Deckhand. Machen nämlich jetzt hier so, machen so, dann ist das hier weg. Dann hauen wir, wir hauen noch einen raus, machen ein Upgrade und gehen Hard Face. So, Turn 4, 12 HP, nice. Richtig, richtig nice. Hier können wir nochmal 4 machen. Wir haben jetzt also nochmal 6 Damage auf der Hand. Aber wir haben auch schon das erste Spiel gewonnen. Well played. Und der Gegner will unser Freund sein, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. Nee, Mann, sorry, im Moment nicht. So. Nächstes Spiel. War jetzt ein relativ schnelles Game eigentlich. Ist ganz gut durchgezogen, getun. Und so. Jetzt muss ich mal ganz schnell einen Schluck von meinem Tee trinken. Eine Sekunde kurz. Garrosh versus Thrall. For Doomhammer. Victory or Death. Ihr glaubt gar nicht, wie ätzend das ist, wenn der Hals so richtig rau ist innerlich. Hey, das fühlt sich einfach nicht gut an, Leute. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Oh, wir sind ja inzwischen schon Rang 16. Gegen einen Schamanen spiele ich am besten erstmal meinen Pirate raus und hau ihn an. Ich habe gerade echt ernsthaft überlegt, ob ich hier den Finlay spielen soll, aber schlussendlich hätte mir das jetzt so an sich nichts gebracht. Wenn ihr jetzt irgendwie Coin-Ding spielt, wie heißt der hier nochmal? Coin Hanswurst. Der hat mir das auch relativ wenig gemacht. Ich will Finlay jetzt trotzdem rausspielen. Wir haben leider keine Combo mit den Pirates, aber das ist okay. Erstmal. Oh, nice, die Hunter-Ability. Das ist immer geil, wenn man die kriegt. Weil die macht einen halt so einen extremen Aggro-Schub. 2 Schaden sind halt echt richtig sick. Wenn man sagt, man spielt vielleicht nur bis auf 10 Mana, dann sind es trotzdem mal 20 Schaden, wenn man jeden Zug schießt. Und 20 Schaden sind halt einfach mal echt gut. So, wir schauen mal. Den werden wir jetzt einfach mal wegprügeln. Auch wenn das jetzt ein bisschen waste aussieht, aber ich will eigentlich, dass meine Minions überleben und dass er keinen Mana hat. So wirklich hat er jetzt einen Mana-Crystal weniger. Das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich gut. Er hat einen Overload. Damit kann man arbeiten. Nächsten Zug dann Crokron Elite hier. Richtig cool. Und dann geht's ab ins Gesicht. Coin. Er geht wieder auf 3 Mana hoch. Was kann er mit 3 Mana spielen? Oh, Feral Spirits. Okay, das ist nicht so cool. Das ist nicht so cool. Jetzt wäre eine Waffe ganz cool. Ah, obwohl, die bringt uns eigentlich auch nicht so viel. Nochmal so ein Hanswurst, okay. For Health Scream. Zack. Mit den anderen 2 greifen wir jetzt gar nicht erst an, das würde sich nicht lohnen. Die würden dann einfach nur in den Tod laufen und das wäre nicht der Sinn der Sache, denke ich. Noch ein Totem-Golem. Oh, jetzt eine Waffe, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ah, schade. Egal. Nee, wir machen einen Trade. Ich wollte gerade gierig sein und face gehen, aber es hätte sich hier in dem Matchup, glaube ich, jetzt gerade nicht gelohnt. Wir müssen halt langsam aufpassen, wegen dem Hans Wurst hier. Warum haben wir die nicht früher gekriegt? Die war für die wäre top gewesen. So, dann kostet der noch 1 Mana. Dann machen wir so, machen Face, Face and Turn. Müsst uns halt jetzt beeilen, bevor er sich hier im Board aufbaut mit seinen dicken Minions. Ich hoffe einfach, dass er nichts hat, um den 5-3er wegzucasten. Das wäre echt ätzend. Nein, er kann ihn buffen und dann... Ah, shit. Das ist uncool. Wir müssten halt jetzt echt viel Damage fressen, hey. Aber es führt leider keinen Weg dran vorbei, oder? Führt leider keinen Weg dran vorbei. Und warum schießt er immer dem Gegner ins Gesicht? Oh Mann, hey. Immer ins Gesicht. Oh wow, jetzt könnte ich verloren haben, Leute. Vielleicht hätte ich noch warten sollen. Oh, die ist doch ganz gut jetzt. Zack. Wir müssen jetzt hier absolut face gehen. Dass wir ihn innerhalb von den Zügen, die uns noch bleiben, wahrscheinlich, ich schätze einfach mal 2 oder 3 Stück, müssen wir ihn jetzt töten. Er darf sich keinen Taunt mehr so lange aufbauen, er darf keinen Heal mehr haben, er darf nichts haben. Ah, es wird schwer, denke ich. Okay, macht er den Trade hier, geht Face mit 7, ist wahrscheinlich ganz gut, was er da gemacht hat. Okay, damit hat sich eigentlich schon erledigt mit den 2 Taunts. Mortal Strike. Kommen da leider nicht durch. 7, 9, 11. Wenn er jetzt noch 2 Damage hat, sind wir halt tot. Ah, shit. Ah, shit. Das ist nicht cool, Leute. Das ist nicht cool. Aber Leute, es gibt was Neues. Und zwar, als ich vorhin online gekommen bin, habe ich das gesehen. Es gibt jetzt einen wunderschönen neuen Schamanen-Charakter, den ich mir jetzt bald besorgen werde. Okay, das steht hier gar nicht mehr drin. Warum nicht? Und zwar einen Murloc-Schaman. Finde ich mega awesome. Finde ich mega awesome. Also ich habe ihn jetzt gesehen, man muss dafür einen Freund werben. Und ja, der muss halt bis Level 20 leveln, was ja nicht so die große Kunst ist bei Hearthstone. Also insgesamt Level 20 an allen Heroes. Und dafür kriegt man halt einen richtig coolen Murloc-Schaman, den ich auch unbedingt haben will. Und wir spielen jetzt gegen den Priester. Sehr gute Start. Sehr gute Start-Minion. Dread Curse hätte ich mir jetzt gerade noch überlegt, ob ich den behalten soll. Aber ich glaube, das ist besser. Wir haben hier sogar eine relativ schöne Curve. Greetings. Doch, ich hab's richtig. Ich habe gerade gedacht, ich habe Well Played gedrückt, wenn ich ehrlich bin. Ah. Es ist halt jetzt. Wir probieren es einfach mal. In der Hoffnung, dass wir den kriegen jetzt. Den Bloodsail Cultus. Wir haben ja eine relativ gute Chance sogar. Na, fast. Trotzdem denke ich, ist eine gute Idee, hier Coin Berserker rauszuspielen. Weil das jetzt immer so ein Ding ist, wo er drauf facen muss. Oh, und meine Stimme ist dieses viele Reden noch gar nicht wieder gewohnt. Ich muss gerade mega husten die ganze Zeit. Nicht wundern, wenn ich mich zwischendurch einfach mal mute. Ja, liegt es daran, dass ich gerade richtig hart am Husten bin. So. Wir spielen jetzt mal die hier raus. 3-3er ist okay für den Anfang. Wir wollen ja auch erstmal, dass es seine Ding wegkriegt. Seine Shadoword Pain. Und später dann natürlich auch seine Shadoword Death. Ja, uncool. Aber relativ gut für uns wegzumachen. Hier einfach so. Klopfen wir weg. Spielen dann für uns nochmal eine neue Waffe raus. Und gehen dann Face mit 4. Es war jetzt ein bisschen Minion rausgeworfen. Lieber Herr Freund Priester. War jetzt ein bisschen Minion rausgeworfen. Goldener Priester, hey. Er hat den Priester so lange gespielt, bis er Gold ist, hey. Alter Schalter, Respekt. Oh, das ist doch gut. Guckt euch die Wombo-Kombo hier an. Zack. Zack. Also da geht man auch gerne mal Face mit 4 Damage. Frage ist nur, er könnte uns den 1-1er jetzt abziehen mit seinem komischen Control-Viech. Okay, er spielt Taurissan. Das wäre ein Upgrade, cool. Ah, fast. Wir werden das Ganze mit unserer Waffe clearen. Holen uns ein bisschen Rüstung. Gehen hard face. Oh, wir haben schon Liesel. Wildblade. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Boah, das wäre ja richtig schlimm gewesen, wenn ich jetzt Liefel gemisst hätte. Da hätte ich mich selber wahrscheinlich geohrfeigt ein bisschen dafür. Ja, liebe Freunde, das war also mal wieder eine Runde Hearthstone. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.